so wie wir gehen rein in die erste Runde. Ja, ja, Felix, angeblich. Was ist das? Was ist das denn? Alter. Digga, wie die drei Zombies da auf ihn zulaufen. Das hat er sich anders vorgestellt, als er heute Morgen zur Arbeit kam. Ich muss Trupp 22 heute vorbereiten, Digga, drei Zombies. So eine Scheiße. Ganz kurz, also viel zu casual, nehmen wir auch die Taschen da weg und laufen dann zum Flugzeug. Das Intro aller Zeiten. Bitte nicht jedes Mal, sondern es hat so ein bisschen was von diesem Wo landen wir, wo landen wir, wo landen wir? Stimmt, wir haben gar nicht ausgemacht. Lass uns. Oh, Digga. Lass uns auf jeden Fall einen Plünderer-Auftrag direkt machen. Oh, Plünderer-Auftrag? Lass uns einen Plünderer machen. Lass uns den Plünderer machen. Ich hab hier einen Plünderungsauftrag. Da rechts? Ich sehe keine Markierung. Ja, aber ganz rechts unten. Den nehmen wir. Erste Runde, let's go! Nimm mich auf, ich nehme mich auf. Jetzt nehme ich auf, ja, alles gut. YouTube-Wiederholung sowieso 2K, alles super. Alles super. Chat, lasst ein Like auf YouTube da. Und wenn ihr neu seid und hier gerade dieses Video seht. Dann lasst auch hier ein Like da und lasst ein Abo da. Wichtig. Bin am Lernen, hab eine Klassenarbeit morgen. RIP. Viel Erfolg. Kannst du morgen zocken. Ich wollte nicht mit euch reden. Ich teste jetzt erstmal den Heli. Ich muss Auto testen. Ich teste direkt Auto wegen Starten, also wegen Fahren. Stimmt, ja. Also Heli immer noch gleich scheiße, kann ich schon mal sagen. Gut, das haben wir. Also mein Auftrag war Laptop, man kann Perk-Packages finden. Du hast nicht einmal Warzone 2 gespielt, scheinbar. Doch, aber also ich wusste nicht, dass es direkt alles am Anfang rauskommt. Ja, Bro, das ist jetzt so, wie wir uns eigentlich Warzone 2 vorgestellt haben. Alle Quality of Life Updates von davor sind drin und zusätzlich wurde noch alles verbessert. Okay, nice, das ist nice. Irgendwie fühlt sich das hier Sliden aber nicht so rund an, oder? Das Sliden? Das liegt an dem... flüssiger wegen der Einstellung. Genau, wenn du Zippen zum Sliden machst, also nur Sliden, dann ist es flüssiger, ja. Tragbares Radar ist jetzt auch besser, by the way. Hier sind auf jeden Fall Gegner gelandet noch mit bei dem großen Haus. Was heißt großes Haus bei euch, oder was? Ich bin gerade am Kiste machen, by the way, ne? Ich bin nicht bei euch. Bisschen laggy, glaube ich, bei mir noch, das Gameplay. Ich habe bisher nur MW3, ich habe nur MW3-Waffen bisher gefunden. Die hat 3-shotted oder 2-shotted. Ich mache den Auftrag kurz fertig. Achso, okay, ich dachte schon. Hab ich noch, finde ich? Hab sein Gulag-Dings, hatte der noch? Entry? One-Shot-Headshot! Knock da! Nein, dein erster Knock ist ein One-Shot-Headshot? Ja. Das ist wild. Wo ist denn der? Ich hab ihn Knock da. Nein, da ist noch einer close. Sag mal, hab ich jetzt. Digga, was für einen unnötigen Weg bin ich hier gegangen? Self-Revive, Vorratsdrohnenkiste. Wo ist die Knock? Hier, bitteschön. Ja, ich hab ihn markiert. Immer noch. Hab. Ich komm so langsam mal zu euch, ja? Game Sound sehr leise, ehrlich. Auch wenn ich schieße? Oh, das ist so. Das ist gut. Ist eigentlich normal laut. Perk Package, nehme ich mal. Ich mach's mal so. So besser. Ach, stimmt, Herzschlag-Sensor ist ja jetzt ein Field-Upgrade. Oh, Digga, du kannst immer während dem Sprinten jetzt nachladen, ne? Ja. Das ist auch so big. Geistweste? Okay, Geist brauchst du, glaube ich, als Dings nicht, wenn es Geistwesten sind. So, direkt. Nein, hier ist noch einer. Hilf. Oh nein. Oh, bin da. Der neue Gulag. Du kannst auch entkommen über die Mitte, versuch das mal. Ja, zu spät. Ich hab mein erstes Manko gefunden. Ich mach Drohnenturm an. Ach, warte, im Dings, im Gulag? Ja. Kannst du mit Zipline entkommen in der Mitte. Ganz kurz, Chris, ich will deine Laune kurz verderben. Man hebt immer noch automatisch SMG-Muni auf. Auch in den zweiten, oder was? Ja. Okay. Die Items sind auch alle neu hier. Munikiste sieht ganz anders aus. Im Rucksack. Boah, Digga, es ist so geil, aber dass du hier die extra Slots hast. Ich bin bei euch, ja. Die Tarnweste. Hier ist noch ein Gulag-Kit, das kannst du wieder nehmen, Dirok. Hast du wieder Gulag? Ja, das war wahrscheinlich meine halt sogar. Ja. Warte, das droppt man aber, obwohl man dann in den Gulag geht? Nee, das. Oder hast du ein Gulag hatte? Nee, hattest du ein zweites? Nee, ein zweites nicht. Dann droppt man das? Das ist aber insane, Digga. Aber du hast doch einen Standard-Gulag. Ja, trotzdem, aber dass du dann bei deinem Tod deinen eigenen Gulag-Token droppst, finde ich krass. Weißt du? Stimmt, den kann man einfach behalten, ja, true. Genau, dann hast du ja quasi, wenn du immer wieder auf deine Leiche landest, kannst du ja quasi für immer Gulag-Token haben. Jungs, hier, warte mal. Das war's. Wir holen jetzt Lodert. Lodert kommt. Aber der Shop ist auch wirklich direkt neben uns, Phil, ne? Wozu hattest du gerade. Der ist wirklich direkt neben uns. Guck mal, Bro, hier ist der Shop. So lange gib mir dein Geld. Lass mal Drohnen kaufen kurz. Gib mir euer Geld kurz. Ich geh kurz shoppen. Ihr könnt zum Loadout gehen.
Digga, viel zu aufgeregt einfach. Nein, so, 6K, jetzt, eine Drohne. Der Sprecher ist jetzt dieser Typ, ne? Boah, Lodi wird auch so gut angezeigt. Chat, wie findet ihr es? Erster Eindruck. Ja, Lodi vor allem der blaue Loadout auch wieder, ne? Der blaue Loadout ja, vor allem. Ja, nein, das mit dem Lodi stimmt. Das mit Lodi verbuggt, ja. Muss, kann man das irgendwie umgehen oder geht gar nicht? Nimm mal nicht die erste Klasse, nimm mal die zweite Klasse. Du kriegst nur deine Perks. Du kriegst nur deine Perks. Nimm mal die, nicht die erste Klasse. Dann kriegst du die Standard von der. Von dem, nee, von du kriegst auch nicht die Perks, ich hab andere Perks. Doch, doch, die Perks hast du. Ich hab andere Perks, ja. Okay, also Klassen funktionieren gar nicht. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Nice. Spiel ich MCW und AMR jetzt trotzdem? Ich spiele Swarm und Cut AMR. Rival 9 und MCW. Dann lass mal. Oh, Jungs, ich sehe. Hier ist ein Bounty theoretisch. Ja, lass das Bounty annehmen. Aber, also wer hat Bock, da rüber zu schwimmen? Wir haben hier eine Zip. Wir nehmen die Zipline. Beziehungsweise ihr könnt da bleiben, wo ihr seid. Ich hol das Bounty kurz. Okay, danke. Kann man noch einen Shop-Waffen holen? Ich hab noch keinen Gegner gesehen, by the way. Ich will einen Kill machen. Oh, Digga, man fliegt so weit damit. Chris, kann man am Shop-Waffen holen? Guck mal gleich. Ah, Chris hat schon Geld hier. Ich hab Geld schon ausgegeben. Die Aufträge sind jetzt auch Laptops, das ist so geil, ne? Das ist die gleiche. Nee, warte mal. So klein wie mein Penis. So klein? So klein. Nein, FR Avenza. Oh mein Gott. Die kommen hier hin. Bounty. Schwimmen. Mein erster Kill war ein One-Shot-Headshot. Habt ihr jetzt eigentlich gesehen, ob man Waffen im Shop kaufen kann? Also hat jemand geguckt zumindest mal? Ich hab nicht geguckt, ne. Ich hab nicht geguckt. Ne. Man aber sieht richtig krass durchs Wasser durch, by the way. Wenn man schwimmt auch. Close, Jungs. Ja, du bist alleine da gerade, D-Rock, nicht alleine fighten bitte. Ich geh weg. Das ist heute verboten, ich mach mal eine Drohne an. Ich hab noch eine zweite auch. Oh, ne, die hab ich die euch gedroppt. Die geht automatisch in mein Inventar. Das sind 3 Stück. Ja. Einer Sheepbreak, absolut. Einer pur, close. Hab ihn. Wichtiger, noch einer hinten dran. Ja, beide absolut. Einer Knock hier noch. Letzter, der letzte war dir, die Rock. Haben wir, oder? Er playt mich. Nein, er playt die Rock. Er ist One-Shot. Bro, dieses Dings wird so ekelhaft, das eine Perk. Ist er links weg? Wo ist er hin? Er ist einfach in die Tür rein. Okay. Das ist extra viel bodenlos. Noch Aufklärung in der Luft. Verstanden. Oh, One-Shot. Jawohl. Goldene Holger? Über uns, ne? Goldene Holger? Oh, ja. Digga, auch so gut, dass sie endlich wieder Seltenheitsgrade haben, die Sachen. Chat? Das fühlt sich hundertmal so. Es fühlt sich null an wie Warzone 2. Null. Naja. Also alle Leute, die sagen, das ist Warzone 2 mit einem Update, es ist ja faktisch so richtig, aber es fühlt sich ganz anders an. Also wirklich ganz anders. Keine Ahnung. Resolut, glaube ich, auf Resolut Deutsch. Ist bodenlos. Das ist richtig bodenlos. Ja, aber wir werden auch damit. Ich guck mal jetzt nach Shop-Waffen. Ja, nach Waffen. Ach komm, ich geh zu dem anderen, nicht zu deinem Kackshop, den du da geschmissen hast. Erster One-Shot-Call, das stimmt. Ja. Ich 7 Stück in einer Runde gewonnen habe. Nee, geht nicht. Alles. Ach, Digga. Eigene Klassen funktionieren gar nicht. Perfekt. Also eigene Waffen, ihr müsst jetzt erstmal gute Waffen looten. Müsst ihr das fixen. Ach, aber ich sag, die haben das. Aber irgendwie ist es okay, finde ich. Also. Ja. Irgendwie hat das auch was, dass wir nicht im Meta-Loadout direkt spielen können. So. Wenn ihr Gulag gewonnen habt, das dauert übel lang auch bis. Da steht so gewonnen und du rauskommst wieder. Ja, ich glaube, das ist zum Balancen, dass das einfach nicht zu schnell geht, weißt du? Weil die haben jetzt echt alles schneller gemacht. Ja, Big Game Bounty, sehe ich uns. Die haben jetzt alles schneller gemacht, die müssen an manchen Stellen auch langsamer machen, weißt du? Weil sonst ist es halt Multiplayer. Ja, man, direkt hier Dingsen. Goldene Gasmaske. Striker. Ich glaube, ich spiele lieber die Striker statt die AMR. Auf geht's. Kommst du? Oh, guck mal, du hast die Gasmaske auf. Setz die mal ab. Ach, stimmt. Hat man die automatisch auf? Nee, ich hab gar keine. Kannst du mir die mal droppen kurz, T-Rock, gleich? Wenn wir beim Big Game Bounty sind? Also machen wir jetzt? Machen wir jetzt. Na, wir sind aber open, ne? Hast du gedroppt? Ich kann sie dir anbieten. Ja, mach mal. Geh mal in dein Menü. Geh mal weg mit deinem Buggy, ich kann die ganze Zeit einsteigen. So, jetzt? Was? Guck mal, öffne mal dein Menü, ob du da was angezeigt bekommst. Mach nochmal.
Das heißt einfach, dass du eine hast. Das ist für Random Squads. Ach so, okay. Dass du die droppen kannst, dass er weiß, du hast eine Gasmaske. Dann kannst du die aber droppen, auch die Gasmaske? Ja, ja. Wenn ich jetzt ausrüste. Ah, stimmt, genau. Die auf, ja. Genau, und das schränkt aber die Sicht nicht mehr so krass ein. Ja. Das ist auch geil. Also, ich sag euch, wie es ist: der Buggy. Ich geb dir die gleich wieder, wenn du magst. Der Buggy hier, den könnte man auch in Warzone 1 haben. So. Vom Fahren her? Ja. Lass mich mal kurz fahren. Nicht ganz, ne? Aber kommt relativ. Steige. Ja. Da landet jemand auf jeden Fall rechts, ne? Oh ja, das ist. Oh. Da wird gefightert. Lass mal lieber hier oben kurz bleiben. Ich sehe einen, warte, ich snipe einen. Ah, ich wollte zu Bounty. Na, Digga, aber ich hab doch richtig laut gesagt, ich lass hier oben bleiben. Ich hab gesprungen, als du gesagt hast. Ja, tu ich, knock. Knock. Ich cluster mal hinten dran. Ich wollte so lange Big Game Bounty. Oh. Es wird von links, Phil, von links, pass auf. Ja. Lass doch scheiße, steig ein. Na, zu spät, muss laufen. Ah, ruhig, fahr, alles gut. Was ist wir das? Sind splittet, by the way, ne? Ich ach, Digga, die ganze einer Zeit. Ja, wir kommen eigentlich zu dir gerade. Okay. Einer springt dir hinterher, Tirok. Drei Stück pushen dich. Ich war so schnell noch. Was hat der mit Waffe? Die Dings, oh, die war krass. Die so zwei Kugeln schießt. Digga, wo sind die hier hochgekommen? Der eine ist hier rein, jetzt ist der oben. Hier sind die rein. Hier ist auch die Treppe, bei mir. Mhm, bin da. Lass hoch. Die sind noch weiter hochgegangen. Hier ist Leiter. Ich mach Bohrladung. Einer ist hier auf dem Fensterdach. Nochmal Bohrladung. Mit pass auf. Ja. Lass hier rechte Seite hoch, Phil. Komm, hier ist auch noch ein Leiter. Hinter dir. Ich bin hochgegangen. Ja. Und Bohrladung, ich glaube, ich bin tot, ja, Mann. Das ist ja krass. Ja, man muss KD spielen, 100%. Ich spiele sogar KD. Ah, ne, ich habe ja keinen Nordat. Er pusht dich. Ja. Er pusht uns beide. Zwei oben! Ist das krank, Bro. So ein schlechtes Timing. Oh so double schlechtes Timing Gott. Einfach. Dann, wenn ich full wieder Plates bin, bin ich noch auf der Waffe, die noch keine Muni drin hat. Ja, die, ich hab die Swarm, die hat halt nur leider nur 32 Schuss, hätte ich die 50 Schuss, hätte ich beide geholt. Ah, man kann die linke Waffe einfach schießen schon. Ist das wieder ein krasses Timing? Oh mein Gott. Auch Geldloot und so. Ja, ja, deswegen. Das war meine ich ja, viel zu knapp gerade im Gulag wieder. Und guck mal, wie klein aber auch schon die Zone ist. Ja, die Runden gehen voll schnell. Naja, die Runden gehen echt schnell. Okay, Hamsterauftrag? Also Suchauftrag? Am Rand der Zone, maybe. Nee, Zone kommt schon, Bro. Ja, naja, Zone kommt, ja. Wir müssen in der Zone was nehmen. Oder, also, du kannst ja kaufen, Phil. Ja. Es sind zwei Shops noch drin, aber lass lieber den hier nehmen, oder? Welchen? Ich hab markiert auf der Map. Der ist bei dir, ja. Hier wurde gerade geschossen, Jungs. Ich hab euch markiert. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich weiß genau, wo der Shop liegt wegen Zombies. Stark. Hier auf dem Dach sind Leute. Menü komplett anders. Ja. Ich gehe mal hier auf das große Haus von mir. Wir haben ja noch einen Rebuy. Oh, man spawnt ja mit der Gulag-Waffe, stimmt. Hier wird richtig gefightet, Jungs. Hier. Was habe ich für eine Waffe eigentlich? Sidewinder? Nein. Ja, ich hab auch Sidewinder, Bro. Ich kotze. Will bei dir. Hier. Wo, unten? Ja, unten, da unten. Ich lande auf dem Haus da. Einer noch? Ich versuche mal zu euch zu kommen. Einer ist bei mir. Ich bin unten direkt, du kannst, naja. Was? Der ist hinter dem Auto hier. Ja, warte, den kann ich holen. Der ist nicht mehr hinter dem Auto. Oh, das ist nicht gut. Digga, Sidewinder hat sich gut angefühlt. Was passiert jetzt? Das will ich ja, eigentlich die nie, das will ich nie wieder sagen. Ich will nie wieder sagen, Sidewinder hat sich gut angefühlt. Ich habe hab einen Shop, by the way, noch. Den behalten wir für Endgame, ne? Ja. Die One-Shot-Waffen, die sind echt, die machen gut Damage. Kann man sich eine Sniper im Shop holen? Schon mit Self-Revive. Ist noch jemand bei dir drin, Phil? Hier ist irgendwo noch zwei Leute, glaube ich. Warte, ich habe ein tragbares. Ne? Oder die haben Geist. Ich habe mir einen Self gekauft. Und ich habe eine ISO aus MW2 aufgehoben. Ich kotze alles voll. Waren wir die Sidewinder? Ah, die haben die gepatcht, glaube ich. Ich glaube, Sidewinder hat nicht mehr so viel Rückstoß. Also immer noch, aber
nicht so eklig, wie es war. Wollen wir über die Zip gehen und Richtung Zone? Rein? Wobei, die sind ja, da. Hört ihr mich? Hallo? Ja. Aber Bro, wir haben halt keine Sniper und sowas. Wird angeschossen? Ja, die sind hier closed, also die pushen uns. Ja, da auf dem Dach auch noch. Ich kann die Zip smoken. Wollt ihr sippen oder wollt ihr rechts weg? Ja, D-Rock, aber selbst wenn du den snipes, bringt uns das ja nichts. Ja, oh, jetzt haben wir einen Sniper noch. Ich hätte auch gerne einen Sniper. Rechts Sniper. Willst du mir deine mal droppen, Phil, die du gerade gefunden hast? Bro, der hat angesnipt gleich. Eine Ausrüstungslieferung nähert sich. Hab ich noch den links? Den rechts meinst du? Den rechts, meine Story. Der ich smoke uns mal für links. Jemand ist da drauf gesippt. Ja, wir müssen hier weg. Lass vorgehen. Aber über den Kanal. Für ein bisschen Deckung. Will einer von euch mir Sniper droppen? Auf Ehre. Hallo, any Sniper? Kuss. Oh, kannst du mir mal Platten droppen? Ich hab zwei. Ich hab 18 Schüge, warte. 18! Der hat dich hier gerade gepiekt. Wir müssen auch aufpassen auf rechts. Nein, eigentlich müssen wir müssen looven, ne? Ich hab noch Prezi, einer close. Was heißt einer close? Halb oben. Wir müssen hier unbedingt weg, Jungs. Ja, ja, lass über den Kanal moven und dann beim Loadout in das Haus gehen. Die Schritte im Wasser, wo man nicht auf Wasser läuft, sind ultra laut. Man platscht hier richtig durch die Gegend. Aber das Movement ist so schön schnell, ne? So ich geil. Ich würde die Stamina aber auch in Warzone füllen. Ah, vor uns. Im Kanal. Ist egal, es gibt den. Links raus. Erst Posi. Dann hab ich genug. Kann man Standardklasse? Ja, Standardklasse Sniper geht auch. Dann habt ihr eine Sniper. Sniper und da, ja, das passt eigentlich. Wollen wir hier mal aufs Haus bei uns? Ja, das ist aufs Dach hier. Hier wurde gesmoked vor mir, wo ich rausgucke. Da, meinst du? Ja. Ja. Einer cross nach rechts. Rechts runter. Ah, ja. Rein. Hier. Shield break. Daneben. Da ist auch einer. Ja, der wird gleich pieken. Oder auch nicht. Na, er piekt nicht, schade. Lass doch aufs Dach kurz, oder? Mhm. Hier ist die Treppe. Da auf dem Fenster, da noch eine Munikiste, ich würde die gleich oben raushauen. Mhm. Ich habe noch einen mobilen Shop. Und das Dach ist so semi geil. Wenn dann jetzt usen, oder? Den Shop. Ich warte, auf dem. Einer Knock. Oh mein Gott, auch ein Knock. Ja, Prezi Knock. Prezi Knock. Oh, markiert mal, Jungs, markiert mal. Genau da vorne. Auf dem Haus. Ich auch. Noch ein. Nice. Letzter ist runtergesprungen dann. Ah, ist einer. Guck mal auch noch nach links, vor allem wichtig. Einer redet close. Ja. Wollen wir lieber links kurz aufs Haus gehen? Wobei, das ist beides nicht in der Zone, ne? 30 Sekunden close die Zone auch. Da fallen die. Lass uns da rüber springen. Ich bin jetzt hier in der Zone, ich bin safe. Schießen von dem oben großen Dach. Ganz groß? Ja. Hier kommt man nicht hoch, oder? Oh nein. Aber hier war einer close. Also hier ist ein Treppenhaus innen auf jeden Fall. Ja, hier close bei uns. Hier, an der Ecke war der. Ja, hier ist ein Treppenhaus. Na, schlechte Sicht hier. Hier ist einer One-Shot. Auf grün. Genau auf grün einer One-Shot. Guter Call. Nach los, Finish. Los, runter uns! Endlich ist das connected, Phil! Wo bist du? Cheap Break? Na, ich musste. Ach, Digga. Ja, weil ich D-Rock hinterher springen will, bin ich in einen anderen reingesprungen. Ich hätte das langsam. Der hatte eigene Klassen, wie das? Oh mein Gott, er hat mich komplett gefickt! Ja. Wir dürfen nicht so Plays machen, das war dumm. Ja, true. Ich wollte so zur Hilfe kommen, wurde sofort von dem anderen abgeaimt. Ja, das war wirklich dumm, dass du runtergesprungen bist. Aber erster Eindruck, ich schwöre, jetzt übel schon geil, besser ja. Als ja. Aber ganz kurz, warum hat er seine Interstellar-Klassen? Wie hat er das gemacht? Ich sehe keinen mit Interstellar-Klassen. Doch, BV Repulse. Aber keine Folgefertigen machen. Hä? Dann kannst du sie ja in-game auch nicht auswählen. Loadout-Kiste? Ja, also vielleicht musst du die, also wir haben ja gespeichert, weißt du? Nee, Loadout-Kiste. Loadout-Kiste wird sein, denke ich. Ja, safe, oder? Käse hatte eben auch eigene Waffen aus dem Loadout bekommen. Ja, okay, dann probiere ich jetzt gleich mal die Klasse mir einfach nochmal neu zu bauen.
ohne Dings, ohne Folgefertigung. Wurde gefixt. Ah, okay, wurde gefixt. Ja, aber. Hä? Ah, wurde aber, gefixt. Okay. Das ist doch die gleiche Runde. Ja, ja, dann hat der durch Loderkiss sein Ding bekommen und nächste Runde können wir dann auch nehmen. Okay. Okay, wollen wir rausgehen oder zu Ende gucken? Ich guck zu Ende auf jeden Fall. Erste Zone. Erste Ding. Er hat 14 Kills, by the way, Repulse, ne? Über Geek. Kompletter Geek. Ja. Der andere hatte 18, glaube ich, oder? Ich hatte auch 14. Mit 14, 11, 18. Was ist das für ein Team? Wer zur Hölle sind die? Das Gas kommt näher. Was mit Ranked gibt's natürlich nicht von Anfang an. Dauert noch. Er hat Ram gefunden. Wie geil, die neue. Sieht überscheiße aus. Digga, was ist das denn für ein Rückstoß? Das Spiel sieht so geil aus, ja, Mann, wirklich. Das Spiel sieht wirklich krass aus. Die kennt man, oder? Ich kenne die nicht. Repulse, Clumsy? Ja, Clumsy sagt mir was. Clumsy. Bro, wie die aber auch draufgehen. Digga, die machen das so gut, ja, Mann. Da musste er selbst Maske aufsetzen. Die Rival hat mich komplett gemeldet. Ja, ja, ich glaube auch, die wird krass sein. Oh mein Gott! Oh! Juicy, Alter. Er wäre in Morsen 2 tot gewesen. Digga, GG's. Er hat erste 20-Bomb aller Zeiten gemacht, einfach. Ja, ja, die Rival ist krank, die Rival ist krank. Holy shit, Alter, GG's. Oh, ich bin mal auf Endscreen gespannt. Alter. Nein. Oh mein Gott, wie geil! Der ist wild. Ist ja wild, hä? Das ist cool. Das ist richtig cool. Ein komischer Heli oder so. Ja, ja. Es geht noch weiter einfach. Aber auch viel zu lange wieder. Digga, Story Mode. Rein und raus. Gut gemacht. Einfach Story Modus. Wie lief es? Nein, der labert jetzt mit einem noch. Nein. Bro, und das wird. Jetzt kommt dieses Killer Assist und das wird jede Runde so sein. Ja, kannst ja quitten. Digga, aber wie lang der Outro-Screen ist. Nein. Runden fühlen sich viel zu kurz an. Ich habe auch ein bisschen die Sorge, dass es vielleicht zu kurz ist. Hat sich jetzt eher wie eine Rebirth-Runde angefühlt, ne? Von der Länge her, ja. Ja, ja. Und auch so vom Gameplay her, fand ich. Oder? Ja, ja, ja. Also, sie müssen auf jeden Fall ein bisschen darauf achten, dass es nicht zu sehr halt in diese Richtung geht, ne? Aber ich glaube, es war halt auch der Plan. Genau, eigentlich soll es halt immer noch Battle Royale sein. Ja, GG's. Aber für die Schnellen gibt es ja die Resurgence und so.